Ja, moin zusammen und herzlich willkommen zurück zu Darkness and Flame. Wir sind auf der Zielgeraden, würde ich mal behaupten. Deshalb, ja, lass uns mal beginnen. Also, los geht's. Wir gehen erstmal hier rein, ne? Jawohl. Herrlich. Okay. So, oh, das sieht hier aber verranzt aus. Meine Güte. Guck mal, da ist das Zeug drin. Blumenfiguren, na sowas. Halt, dich nehmen wir auch mit. Yeah! Schatzjäger, du hast alle Sammelgegenstände gefunden. Gehe. Ja, das machen wir aber nicht. Nein. Da oben kommen die hinein, aber ich brauche dafür noch eine Anleitung. Hier gibt es ein Versteck, wenn ich die Blumen in der richtigen Reihenfolge platziere. Haben wir denn sonst noch was? Da oben glitzert es noch. Was brauchst du denn? Hier wurde etwas reingeschüttet. Milch. Tatsächlich. Okay. Vorrichtung zum Sammeln von Pollen. Cool. Hier wurde etwas hineingegossen. Der Rum. Auch tatsächlich. Alter. Und ein Hebel. Oh ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Das nehmen wir nicht mit. Oh nein, ich komme da gar nicht ran. Eine Sichel. Ausgezeichnet. Da werden wir hier zugeschüttet mit Sachen, aber sonst ist hier nichts mehr. Okay, fein. Gut. Ich gehe erstmal zurück, weil ich würde gerne den Handschuh holen. Moment mal hier und dann da und dann genau. Handschuh ausgezeichnet. So, bam, bam. Gut, tja, es hilft uns ehrlich gesagt jetzt noch nicht so viel weiter. Hier hinten, ne? Also zur Vorrichtung zusammen von Pollen. Echt, so macht man das? Pollenblättrige Pflanze. Und eine Kette mit Anhänger. Yes! Wenn ich noch wüsste, wo die verwendet wird. Ein chemisches Gerät. Die Sachen kann ich da. Ach nee, warte mal, hier, das funktioniert anders. So funktioniert das. Knospen der magischen Blume. Netz der dunklen Spinne. Was? Die sollen wir auch noch sammeln? Was? Saft der Palmbirne. Okay. Okay. Ja, gut. Dafür brauchen wir aber noch irgendein Gefäß oder so, ne? Wo war denn das hier nochmal? Kette mit Anhänger. War das? Nee, das war in der Höhle, glaube ich, ne? War das nicht hier irgendwo? Nee. Nee. Nein. Nein, hier war es nicht. Wo war denn das? Hier drin? Da war das drin. Ja, genau. So. Und da kommt die Kette hinein. Okay. Zieh die Kette und senke und hebe die entsprechenden Stopper, sodass drei Münzen in die darunter fallenden Löcher fallen. Okay. Ja. So. Okay. Ja, okay, ich sehe das Problem. Ah, nee, doch nicht. Ach ja, easy. Okay. Ja, easy. Ah, das Muster. Hervorragend, weil das ist nämlich genau hier. Und was befindet sich da drin? Ein Reagenzglas. Herrlich. Gut, sonst noch etwas? Wir sollen hier noch ein Dings da sammeln. Ja, irgendwas der dunklen Spinne, aber wohl nicht von hier, wie es scheint. Na gut. Na gut, Reagenzglas. Wo war noch gleich die? Nee. Die Frucht, die hing doch auch hier. Hängt die nicht hier im Labor? Da. So, ne? Ja, genau. Ja. Fump. Na, siehste. Gut. Bisschen der Palmbirne. Bisschen Papayasaft. Ist immer lecker. So. Ausgezeichnet. Gut, und die können wir doch auch abschneiden, oder? Können wir auch.
Knospe der magischen Blume. Jawohl. Katsching. Jetzt müssen wir nur noch zusehen, wo wir. Ach, warte, mit dem Handschuh kann ich da. Ah, ja, doof. Ja, stimmt. Wir sollten es ja nicht anfassen, ne? Aber mit dem Handschuh kein Thema. So, ne? Ja, okay. Gut, Netz der dunklen Spinne. Okay, na dann. Bleh. Gut, das haben wir auch. Wunderbar. Zeichnung mit einem Hinweis. Wo kommt das denn wohl hin? Ah, gehen wir erstmal wieder zurück, ne? Ne, hier. Und dann da und dann so. Und dann, ja. Und dann hier. Kann ich das schon? Nein, das Objekt kann hier nicht verwendet werden, weil ich kann hier gegen das Netz an den Tisch machen. Ich brauche nur ein spezielles chemisches Gerät. Warte mal, welches? Ich kann es nicht mehr aufheben, ich kann es nicht mehr lesen. Okay, aber wo fehlt? Wo kriegen wir das denn jetzt her? Hier fehlt noch was. Ach so, das hier ist der Hinweis. Oh. Okay, schon klar. Okay, da drin, da und die beiden getauscht. So. Ja, schon klar. Ein Schlüssel. Ja. Es wird es halt nicht einfacher. Wo fehlt denn noch? Wo war denn noch was verschollen? Oh, hallo. Guten Tag. I am so happy to meet you. The Hi. spider attacked our squad. I ran for dear life when I finally realized that I was lost. And where are the rest? Some managed to get away and escape to the cave, close to the place of the attack. The rest were captured by the dark spider. No, can't we help them? We are doing our best. Before I discovered this town, I'd found some broken flasks in the sands and the bag next to them. I wasn't able to open it, but maybe it has some value. Okay. Eine Reisetasche. Gut, und dafür. Was für ein Zufall. Okay, alles klar. Ja, na sieh mal an. Mörser und Stößel. Erstmal nur den Stößel. Und. Oi, Lucky okay. we are. I will need to use all of these tools to create the substance and free those enshrouded by the web. Okay. Du da drauf, dann du dahin. Und du hierhin. Und nicht du dahin. Warte mal, ach du dahin, okay. Du oben drauf. Und so. Chemisches Gerät. Na, ja, da sind wir aber sehr lucky, hör mal. Zack, so. Und jetzt alle Sachen dazu. Cool. Jetzt muss ich aber nochmal in die Anleitung gucken. Also, die Blüte zerstößeln. Und da rein. Dann das Blaue dazu. Okay, die Blüte. Okay, wir gucken vielleicht gleich nochmal rein. Die Blüte zerstößeln. Ich muss alles nach Anweisung machen. Ja. Wieso? Aber zerstößeln und dann drei ist da rein. Also, ach so, muss ich das erst draufsetzen? Nee. Das Blaue da. Hä? Ah. So geht das. Okay. Ja, nur ganz wenig. Davon ganz viel. So, dann das H dazu und. Das Haar dazu und dann der Deckel da drauf. Ne? Das hier kommt erst später rein. Okay. Das. Nee. So. Jetzt das Haar dazu. Okay. Dann du da oben drauf. Und dann. Ich muss eine Anweisung machen. Ja, ist ja gut. Trying. Okay. Und jetzt. Fump, fump, fump. Ah, gut, die Ausbeute ist relativ gering. Antinetzsubstanz, okay. Now, my dear, take this substance and run to the captives. Simply pour it next to them, and its vapors should destroy the web. What about you? Are you staying? Will I have to go alone? I will stay here and will try to create a dome that can protect this town from the darkness. Do you think the darkness is near? What if the darkness learns that its captives were freed? Once you free them, run as fast as you can back here. Good luck. Okay.
Yes, I do. I do. I do. Ich hoffe, ihr kommt klar. Ja, okay, es leuchtet schon so komisch lila da hinten, ne? Also, du sagst hier einfach dahin werfen. Und? Nun, immerhin, Sie sind geschützt. Meisterspieler, danke. Messias des Lichts, oh, okay, vielen Dank. Okay, willensstark, Alter. Okay, wir werden hier mit Auszeichnung überschüttet. Geschichtenliebhaber, ja, allerdings, das bin ich wohl. Okay, das war die letzte. Gut, aber es gibt noch eine Sache, die ich euch zeigen möchte. Ich glaube, das war hier, ne? Wir haben unter dem Boden. Nee, warte mal. Wir haben unter dem Bonus jetzt noch diverse andere Sachen. Unter dem Bonusspiel, Konzepte, Minispiele hier, ne? Irgendwie so. Ja, Puzzles. Nein, komm, das brauchen wir nicht. Das ist schön, aber... Halt. Nein, was mache ich denn da? Die Auszeichnung sollten wir uns angucken. So, was haben wir denn hier? Klug. Meisterspieler gesammelt. Alle Lotusblüten. Lalalala. Hüter der Artefakte. Entlang des Feldes bis zur Kante gefällt, ohne herunterzweifeln. Witzbold. Als ob das möglich wäre. Okay, erfolgreich den Schlüssel zum Schloss bekommen, ohne bei den roten Chips anzuhalten. Welche roten Chips denn? Weiß ich nicht. Vervollständige Zahlen, Schwierigkeitsgrad. Ja, nee, das machen wir nicht. So, das haben wir alles. Vervollständige HO-Szene in weniger 2 Minuten. Virtuose Minispiel mit Mustern auf dem Stein in weniger 2 Minuten. Weiß ich nicht. Das ist... Nee, keine Ahnung. Sammle alle zusätzlichen Puzzleteile im Extras-Menü. Ja, das werden wir nicht tun. Und alle Level des Bonusspiels im Extras-Menü. Auch das werden wir nicht tun. Angeber. Siehste, wer will das schon sein? Hallo? Wer möchte das schon sein? Also, das war ganz toll. Das hast du ganz klasse gemacht. Aber was ich euch zeigen wollte, ist das hier. Das sind nämlich die coolen Leute, die dieses Spiel entwickelt haben. 2018, guck mal. Naja, zählt das schon als älter? Nee, ne, nicht so wirklich. 2018 ist noch okay. Das sind die ganzen coolen Leute, die dieses Spiel entwickelt haben. Hossa, meine Güte. Das finde ich irgendwie wichtig zu zeigen. Weil da sitzen Leute dran, die sich da wahnsinnig viel Mühe gegeben haben. Und machen wir uns nichts vor. Also dieser Teil, den fand ich richtig cool. Den ersten fand ich auch... Okay, wir haben jetzt 3 Teile von den 4 gespielt. Den ersten fand ich klasse. Den zweiten war, also war jetzt nicht schlecht, aber war so, war okay. Ging schon, aber hat mich nicht ganz so gekriegt. Dieser Teil hier, der hat mich richtig gekriegt. Also fand ich richtig, richtig cool. Das war, also die Geschichte, es ist, ja, wie ich zwischendurch schon mal sagte, ist wie Kino. Ja, oh, das war's auch schon. Okay, gut, cool. Haben wir sie gesehen. Ja, dann gibt es aber noch eine Danksagung. Nämlich an euch. Hey, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr mitgerätselt habt. Und ja, ihr kennt das. Wenn ihr wollt, wenn ihr mögt, wenn ihr könnt, dann sehen wir uns gerne im nächsten Let's Play wieder. Einen Teil haben wir noch. Einer kommt noch. Und dann machen wir mal was anderes. Aber nee, ich freue mich drauf. Bis dann. Tschüss.